einfach nicht um die üblichen Dinge kümmert, die allen anderen wichtig sind? Das ist ein Sigma-Mann, eine seltene Spezies in der sozialen Hierarchie, die nicht in die typischen Alpha- und Beta-Schubladen passt. Diese Männer stechen nicht nur durch ihre Stille hervor, sondern auch durch ihre geheimnisvolle Aura und ihre einzigartige Denkweise. Während sich die meisten Männer mit den alltäglichen Sorgen beschäftigen, gehen Sigma-Männer ihren eigenen Weg und sind oft gleichgültig gegenüber gesellschaftlichen Erwartungen. In diesem Video werde ich über 10 Dinge sprechen, die jedem wichtig sind, außer Sigma-Männern. Lass uns loslegen. Nummer 1. Menschen gefallen. Oh Gott, was hat dein Captain Sigma jetzt schon wieder gemacht? Diese neue Tasse ist nichts für schwache Knäckebrotmänner. Du bist kein Wannabe-Sigma, nicht nur ein Wolf, nicht nur ein Teil des Rudels der Unabhängigen. Du bist auch ein gefährliches Raubtier und dessen müssen wir uns bewusst werden. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Deswegen, diese Hardcore-Sigma-Tasse mit dem brutalen Wolf. Alter, ich piss mir gleich in die Hose. Stell dir vor, du würdest dieser Bestie gegenüberstehen. Dieser Wolf steht für rohe Gewalt und gnadenlose Stärke. Die pure Sigma-Kraft, die wir nutzen, um für das Gute in der Welt einzustehen und die Schwachen zu beschützen. Jeder Schluck aus dieser Hardcore-Edition erinnert dich daran, dass du niemals Mitläufer bist, sondern der, der den Sturm entfesselt. Unabhängig, unbeugsam, unerschrocken. Das Rudel der Unabhängigen steht fest, vereint durch die Kraft, unsere Liebsten zu schützen und Gerechtigkeit zu schaffen und unsere Unabhängigkeit zu verteidigen. Dein Captain Sigma zollt dir Respekt, Sigma-Krieger, denn ich weiß, wie es ist, seine rohe Sigma-Kraft immer unter Kontrolle halten zu müssen, zu reflektieren, zu analysieren und die Bestie in uns gezielt herauszulassen, wo sie benötigt wird. Das ist Sigma-Weisheit. Gönn dir jetzt die Hardcore-Wolf-Sigma-Tasse, Link in der Beschreibung und in den Kommentaren. Die Tasse verleiht deinem Kaffee oder Tee stahlharte Eier für den Tag. Also wenn du mehr Cojones haben willst, dann mach klicke die Klick auf den Link in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst dafür, dass ich mehr Sigma-Kraft in die Welt tragen darf. Lang lebe Sigma! Ein prägendes Merkmal von Sigma-Männern ist ihr Engagement, das Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben, ohne die Last anderen gefallen zu müssen. Sigmas verstehen eine tiefe Wahrheit schon früh im Leben. Es ist unmöglich, von allen gemocht zu werden. Sie sehen das Streben nach allgemeiner Zustimmung nicht nur als vergeblich, sondern auch als ermüdend an. Stattdessen nehmen sie eine befreiende Philosophie an. Lebe, um dir selbst zu gefallen, nicht der Masse. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, sich auf ihre eigenen Ziele und Wünsche zu konzentrieren, anstatt sich in das endlose Spiel zu verwickeln und die Zustimmung anderer zu suchen. Paradoxerweise endet es oft damit, dass die Menschen Sigma-Männer wegen ihrer Authentizität respektieren, gerade weil sie nicht jedem gefallen wollen. Nummer 2. Sie treiben Sport aus anderen Gründen. Während viele sich dem Sport hingeben, um in einer Gemeinschaft aufzugehen oder an der kollektiven Aufregung teilzuhaben, sehen Sigma-Männer keinen Wert darin, an Aktivitäten teilzunehmen, nur um gesellschaftliche Zustimmung zu erhalten. Sie lehnen die Stammesmentalität ab, die die meisten Menschen dazu treibt, für ein Team zu jubeln, um Zugehörigkeit zu empfinden. Stattdessen nehmen Sigma-Männer ihre einsame Natur an und wählen Hobbys und Interessen, die wirklich mit ihrem authentischen Selbst übereinstimmen, anstatt populäre Dinge zu übernehmen, um sich anzupassen. Diese Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Normen ist ein Markenzeichen ihres Charakters und spiegelt ihre Vorliebe für echte Beschäftigung über oberflächliche Konformität wider. Nummer 3. Ihr eigener Geburtstag. Viele würden es verwirrend finden, aber Sigma-Männer interessieren sich einfach nicht wirklich für ihre Geburtstage. Für sie ist es lediglich ein weiterer Tag. Sie sehen keinen Grund, einen bestimmten Anlass zu brauchen, um ihre Existenz zu feiern. Diese Perspektive ist in ihrem praktischen und zurückhaltenden Ansatz zum Leben verwurzelt. Sie benötigen keine externe Bestätigung oder Feierlichkeiten, um sich wertvoll oder bedeutend zu fühlen.
Ironischerweise scheint es oft so, dass andere mehr daran interessiert sind, den Geburtstag eines Sigma-Mannes zu feiern, als der Sigma-Mann selbst. Diese Distanzierung von konventionellen Feiernormen ist ein Beweis für ihre einsame und selbstgenügsame Natur und hebt die einzigartige Art und Weise hervor, wie Sigma-Männer die Welt und ihren Platz darin sehen. Geburtstage sind nur persönliche Neujahrstage. Was zählt, ist, was du gelernt hast, nicht wie viele du gefeiert hast. Mach dir keine Sorgen um dein Alter. Das Universum ist alt und du bist ein Teil seiner Jugend. Vergiss bitte nicht, dieses Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Verpasse keines unserer Videos über den Sigma-Mann und wie du dein Leben meistern kannst. Nummer 4. Mit anderen mithalten. Es ist ein merkwürdiges Phänomen, wie viele Menschen davon besessen sind, ihren Erfolg zu zeigen oder zumindest erfolgreich zu erscheinen. Doch Sigma-Männer stechen in dieser Hinsicht hervor. Sie haben kein Interesse daran, mit den anderen mitzuhalten. Für sie signalisieren prahlerische Auftritte oft Unsicherheit statt echten Erfolg. Sigma-Männer verstehen, dass echter Wohlstand nicht nur finanzielle Fülle umfasst, er umfasst finanzielle Sicherheit, persönliches Wohlbefinden, tiefe Beziehungen und ein bedeutungsvolles Erbe. Dieser ganzheitliche Ansatz zum Wohlstand bedeutet, dass sie lieber stillen Wohlstand anhäufen, ohne die Notwendigkeit externer Bestätigung. Sigma-Männer wissen, dass Geld zwar kurzfristig Aufmerksamkeit erregen kann, aber das leise Wachstum echten, facettenreichen Wohlstands ist das, was das Leben im Laufe der Zeit wirklich bereichert. Nummer 5. Frauen nachjagen. In der modernen Datinglandschaft sehen Sigma-Männer das Nachjagen von Frauen als eine sinnlose Anstrengung. Sie glauben, dass die richtige Frau ihr Interesse ehrlich und aktiv zeigen wird. Sigmas schätzen besonders Frauen, die den ersten Schritt machen und deutliches Interesse zeigen, da dies nicht nur ihre Begehrlichkeit bestätigt, sondern auch zu ihren Vorlieben für direkte und authentische Interaktionen passt. Dieser Ansatz vermeidet die Spiele und Unsicherheiten, die heute in der Datingwelt üblich sind, und macht klar, dass gegenseitige Anziehung und Respekt die Grundlage jeder potenziellen Beziehung sind. Für Sigma-Männer geht es darum, einen Partner zu finden, der ihre einzigartigen Qualitäten schätzt und sie auswählt. Nicht nur jemanden, den sie verfolgen und dem sie sich beweisen müssen. Nummer 6. Ständiger Konsum an Feiertagen. Sigma-Männer sehen ständigen Konsum an Feiertagen durch eine skeptische Linse und erkennen sie in erster Linie als Werkzeuge zur Ankurbelung der wirtschaftlichen Aktivität, während sie gleichzeitig unnötigen Stress und Drama verursachen. Der Rummel um das Schenken, das Gewicht der Erwartungen, Traditionen einzuhalten und der allgegenwärtige Druck, andere in diesen Zeiten zu erfreuen, erscheinen Sigma-Männern als völlig unnötig. Desinteressiert an den vorgeschriebenen Gefühlen und kommerziellen Hypes entscheiden sich Sigma-Männer dafür, sich von diesen saisonalen Zwängen fernzuhalten. Sie finden keinen Wert darin, sich vorschreiben zu lassen, wann sie Dankbarkeit oder Freude ausdrücken sollen, da sie diese Gefühle jeden Tag natürlich verkörpern, unabhängig davon, ob ein Kalender es ihnen sagt oder nicht. Diese Distanzierung unterstreicht ihre Philosophie eines authentischen, selbstbestimmten Lebens, frei von gesellschaftlichen Auflagen. Feiern erfordert keinen Konsum. Nummer 7. Über Politik streiten. Sigma-Männer finden die Leidenschaft und Unvernunft politischer Argumente verwirrend und unproduktiv. Für sie entarten politische Diskussionen oft zu starrköpfigen Kämpfen, bei denen die Logik zugunsten emotionaler Verteidigung und Verleugnung in den Hintergrund tritt. Selbst wenn sie mit Fakten konfrontiert werden, klammern sich viele Menschen an ihre Überzeugungen und sind nicht bereit, irgendwelche Punkte einzuräumen, was Sigma-Männer verblüfft. Sie sehen diese Debatten als Übungen in Vergeblichkeit, bei denen es nicht um Erleuchtung oder gegenseitiges Verständnis geht, sondern lediglich um den Sieg über den Gegner.
Deshalb entscheiden sich Sigma-Männer dafür, sich aus politischen Diskussionen herauszuhalten und sich stattdessen auf Bereiche zu konzentrieren, in denen rationaler Diskurs und konstruktiver Dialog möglich sind. Sie schätzen Frieden und Logik über das Chaos kontroverser politischer Gefechte. Nummer 8. Gefühle verletzen. Sigma-Männer heben sich durch ihre Bereitschaft hervor, die unbequemen Wahrheiten anzusprechen, vor denen andere zurückschrecken. Sie sind die Individuen, die keine Angst haben, die schmutzige Arbeit zu erledigen, brutal ehrlich zu sein, auch wenn es schwer zu hören ist. Diese Offenheit ist nicht darauf ausgelegt, verletzend zu sein, sondern notwendig. Sigma-Männer verstehen, dass manchmal, um wirklichen Fortschritt zu erzielen, jemand den Mut haben muss, das auszusprechen, was alle anderen denken, aber zu vorsichtig sind, um es zu äußern. Ihre Fähigkeit, diese Wahrheiten ohne zu zögern zu vermitteln, macht sie besonders wertvoll, insbesondere in Situationen, in denen Klarheit und Direktheit zu echten Lösungen und Verbesserungen führen können. Nummer 9. Den perfekten Zeitpunkt abpassen. Viele Menschen finden sich in einer Sackgasse wieder und warten ständig auf den perfekten Moment, um aktiv zu werden. Sei es, ein neues Geschäft zu starten oder eine Investition zu tätigen, sie werden von dem Wunsch nach perfektem Timing zurückgehalten. Sigma-Männer hingegen verstehen die wahre Kraft, jetzt zu beginnen und mit der Zeit fortzufahren, anstatt darauf zu warten, dass die Bedingungen perfekt sind. Sie stürzen sich kopfüber in Projekte, in dem Wissen, dass selbst ein holpriger Anfang besser ist als ein perfekter Plan, der nie umgesetzt wird. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, schnell zu lernen und sich anzupassen, oft diejenigen zu überholen, die noch nicht einmal begonnen haben, weil sie immer noch auf den idealen Moment warten. Sigma-Männer nutzen diese Dynamik zu ihrem Vorteil, indem sie wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln, während andere noch ihren ersten Schritt planen. Sigma-Männer bauen so in jedem Projekt, das sie angehen, schnell Momentum auf. Nummer 10. Unbedingtes Lieben. Unbedingte Liebe, oft idealisiert in Geschichten und Liedern, kann eine dunklere Seite haben, insbesondere wenn sie denen garantiert wird, deren Handlungen sie vielleicht nicht verdienen. Diese Art von bedingungsloser Hingabe kann ungewollt negatives Verhalten fördern, indem sie ein Sicherheitsnetz für diejenigen bietet, die es missbrauchen könnten. Sigma-Männer hingegen nähern sich der Liebe mit einer Mischung aus tiefer Zuneigung und rationalen Grenzen. Sie lieben tief und ehrlich, aber ihre Liebe ist nicht blind. Wenn sie betrogen werden, kann die Zuneigung eines Sigma-Mannes schwinden oder sogar verschwinden, da sie fest an die Aufrechterhaltung starker persönlicher Grenzen glauben. Für sie sollte Liebe keinen Freibrief für Misshandlungen oder Respektlosigkeit bieten. Durch das Setzen und Durchsetzen dieser Grenzen stellen Sigma-Männer sicher, dass ihre emotionalen Investitionen respektiert und erwidert werden, wodurch verhindert wird, dass sich Giftigkeit in ihren Beziehungen festsetzt.